It eats monsters for breakfast. Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und das war ja mal eine Show gestern Abend. Microsoft hat auf seiner E3 2019 Konferenz wirklich nicht gespart. Es gab unzählige Game-Ankündigungen mit aufwendig produzierten Trailern und eine Bühnenshow auf dem Niveau eines Rockkonzerts. Insgesamt 60 Games wurden gezeigt, davon 14 Xbox-Exklusivtitel, die im Game Pass starten werden. Microsoft wollte gerade in dem Jahr, wo Sony nicht da ist, seine Muskeln spielen lassen. Und wie das gelungen ist, verrate ich euch am Ende dieses Videos. Ich weiß aber auch, wieso ihr wirklich da seid. Xbox Scarlett, Project xCloud und den anderen großen Ankündigungen der E3. Wir haben uns die Konferenz ganz genau für euch angesehen und die wichtigsten Infos für euch zusammengefasst. In einer ziemlich vollgepackten E3-Konferenz kam die Xbox Scarlett-Konsole ziemlich weit zum Schluss. Allzu viele Details gab es von Microsoft aber nicht. Xbox-Chef Phil Spencer versprach, dass die Konsole weiterhin zentral sein wird für die Strategie bei Microsoft und der Fokus einzig und allein auf Gaming liegt. Man sprach sogar von der Zukunft des Gamings, das scheint aktuell irgendwie populär zu sein, und Xbox Scarlett soll sogar eine transformative Konsole für die Branche werden. Wie soll sie das schaffen? Microsofts Antwort darauf war im Grunde keine oder extrem viel kürzere Ladezeit. Nun, konkret wurde der Custom AMD Prozessor auf Zen 2 Basis sowie die Navi Grafik genannt und man verwendet GDDR6 Grafikspeicher. Das hättet ihr aber auch vorher erraten können. Zudem gibt es eine neue Generation an SSDs, die so schnell ist, dass sie als virtueller Arbeitsspeicher verwendet werden kann. Konkreter wurde Microsoft allerdings auch hier nicht. Interessant finde ich zwei Stichworte bei der ganzen Sache, die während der E3 2019 gefallen sind, nämlich 8K Capabilities und 120 FPS. Erst einmal zu 8K. Sony sagte 8K Grafik. Microsoft nennt es jetzt 8K Fähigkeit. Und keiner spricht von 8K Gaming. Ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob hier beide nicht einfach meinen, irgendwann geht Netflix in 8K auf unseren Konsolen, weil Gaming haben wir ja nie versprochen. Wozu 8K, fragt ihr? Schaut mal, wie schnell 4K-Fernseher zum Mainstream geworden sind. Das zweite Stichwort war 120 FPS. Da sprach Microsoft erstmals richtig konkret über die Power seiner Xbox Scarlett. It eats monsters for breakfast. Man sagte aber nicht, bei welcher Auflösung, und daher ist die Info auch ziemlich schwer einzuordnen. Die Xbox Scarlett wird laut Microsoft zu Weihnachten 2020 erscheinen, sprich ihr könnt mit einem Release Ende November 2020 rechnen. Google hat ja mit Stadia vor wenigen Tagen richtig vorgelegt und schon mal Preise, Hardwareanforderungen und das Launchdatum genannt. Und Microsoft? Nicht so. Die wichtigste Info war einmal, dass Project xCloud ab Oktober 2019 verfügbar sein wird, damit also wenigstens einen Monat früher als Google Stadia. Cool. Dann sagte man noch, dass man über die Software auf der Xbox jedem Kunden ermöglichen wird, seine eigene Xbox als Game-Streaming-Server zu verwenden. Das ist auch ziemlich cool. Was mir aber vollkommen gefehlt hat, sind die Preise für Project xCloud, die technischen Mindestanforderungen für die Internetgeschwindigkeit und weitere Details. Die hat Google bereits vorgelegt. Insgesamt hätte ich mir also hier etwas mehr von Microsoft erwartet. Der Elite-Controller ist schon letztes Jahr vor der E3 durchgesickert und erst jetzt wurde er auch offiziell angekündigt. Microsofts Pro-Controller der zweiten Generation wurde vollkommen neu gestaltet. Bei den Thumbsticks lässt sich der Widerstand jetzt anpassen. Es gibt Grips bei den Triggern und verkürzte Locks mit neuerdings drei Einstellungsmöglichkeiten. Außerdem gibt es nun drei Profile, Bluetooth und USB-C zum Aufladen. Microsoft macht beim Elite-Controller außerdem Schluss mit den Batterien und so gibt es im Xbox One Elite Controller Series 2 einen fest verbauten Akku, welcher 40 Stunden Gaming bieten soll. Der Controller kann auch über die mitgelieferte Ladestation geladen werden. Der Elite Controller 2 wird am 4. November 2019 in Deutschland erhältlich sein und er kostet etwa 180 Euro. Bei uns sind die Vorbestellungen noch nicht eröffnet, aber sobald sie das sind, findet ihr auch einen Link in der Beschreibung. Ich habe es ja bereits ein bisschen anklingen lassen. Von den Produktankündigungen war die E3 von Microsoft nicht derart spannend. Zu Scarlett hat uns Microsoft in Wahrheit sogar weniger verraten, als wir ohnehin bereits wissen. Sie wird viermal schneller sein als die Xbox One X. Na was sonst? Etwa langsamer? Was mir ehrlich fehlte, waren Infos zu Laufwerk, was ja bei Xbox eine große Unbekannte ist, zu Anaconda und Lockhart, sowie vielleicht der eine oder andere Hinweis auf die genauen Spezifikationen des Prozessors. Sony hatte ja im April so ganz aus dem Nichts einige Infos zur PlayStation 5 veröffentlicht und die waren ehrlich konkreter als das, was wir jetzt von Microsoft gehört haben. Richtig spannend wurde es meiner Meinung nach erst bei den Games.
richtig aus den Socken gehauen hat mich dann der Trailer zu Halo Infinite. Das Spiel wird ja erst mit der Xbox Scarlett Ende 2020 erscheinen, aber der Trailer war jedenfalls recht beeindruckend. Halo Infinite scheint ein paar Jahre nach Halo 5 stattzufinden, wo die Menschen am Rande des Aussterbens sind. Die Rückkehr von Master Chief soll das verhindern und es ist dann eure Aufgabe, die Menschheit zu retten. Bei Cyberpunk 2077 kam nun ein neuer Cinematic-Trailer dazu, in dem auch Schauspieler Keanu Reeves eine Rolle spielt. Auf der E3 hat er sogar die Bühne betreten und das Game angekündigt. Nun, genau genommen nach minutenlangem Applaus und dieser Aktion. Cyberpunk 2077 wird am 16. April 2020 erscheinen. Für Forza Horizon 4 wurde eine LEGO Speed Champions Erweiterung präsentiert, die nächste Woche startet. Darin könnt ihr dann verschiedene LEGO-Fahrzeuge in Forza Horizon 4 umfahren. Microsoft hat die Rückkehr des Kultklassikers Microsoft Flight Simulator angekündigt und nutzt Azure und Satellitentechnologie für ein verbessertes Spielerlebnis. Das asiatische RPG Phantasy Star Online wird im Westen starten und kommt zuerst auf die Xbox One. Andere Games wie Borderlands 3, Minecraft Dungeons und viele weitere Titel haben neue Trailer bekommen. Ihr findet alle Trailer in der Beschreibung verlinkt und auch die interessantesten News haben wir für euch auf windowsarea.de zusammengefasst. Also, das war's dann auch schon mit diesem Video. Ich persönlich hätte mir bei Xbox Scarlett mehr erwartet, zumindest mehr konkrete Infos als Sony bereits bei seiner PS5 geliefert hat. Bei xCloud verstehe ich auf der anderen Seite überhaupt nicht, warum wir keine Preise haben. Klar, Microsoft will auch auf der Gamescom was ankündigen können, aber ich finde schon, dass das, also die Preise, noch eine wichtige Info gewesen wären. Wie ist denn eure Meinung zur Xbox E3-Konferenz? Gut, schlecht, langweilig oder mega spannend? Worauf freut ihr euch denn am meisten? Sagt es uns gerne in den Kommentaren. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal.